Moin zusammen, liebe Grüße aus Tel Aviv. Unser Flug aus der Türkei hierher hat sehr gut geklappt. Und ja, jetzt sind wir in unserem 20. Land. Israel! Yes. Und jetzt müssen wir noch unsere Räder zusammenbauen. Und dann sind wir gleich wieder auf der Straße. So, Mittagspause. Tisch. Hummus. Und das Brot noch aus Türkei. Sehr gut. Und eine Grapefruit. Kiryat Yam. Da. In der Stadt. Und Olgas Oma. Und die besuchen wir jetzt. Und da bleiben wir ein, zwei Wochen. Und jetzt müssen wir noch 20 Kilometer fahren. Bergab. Und dann haben wir es geschafft. Wir kommen hoffentlich pünktlich zum Abendessen. Ja. Wir sind gestern zu meiner Oma angekommen. Da hinten ist das Meer. Und da hinten. Ja. Warte mal. Auf dem Berg. Da waren wir gestern. Und jetzt sind wir hier. Wir bleiben hier ein bisschen. Und gehen jetzt zum Strand. Genau. Oma hat uns noch ordentlich ein bisschen was zu essen eingekauft. Gucken, ob wir das auch unterbekommen. Die ersten Meter wieder auf dem Rad. Fühlt sich ziemlich ungewohnt an. Noch ein bisschen wackelig. Wir sind jetzt kurz vor Nazareth. Heute, wie viel sind wir gefahren? 35? Ja. 30? Knapp 40. Knapp 40. Und hier ist eben so ein kleiner Wald neben der Straße. Und hier stellen wir gleich unser Zelt auf. Guten Morgen! Wir haben 12 Stunden geschlafen. Sitzt. Gefrühstückt haben wir auch und jetzt packen wir unsere Sachen zusammen und dann geht's gleich weiter nach Nazareth. Sieht so aus, als wenn die Straße hier gesperrt ist. Es haben schon ein paar Dorfbewohner auch irgendwie gesagt, dass sie glauben, dass das hier dicht ist. Und wir sind jetzt 2 Kilometer oder so halt da hinten. Das ist Nazareth. Jetzt kommen wir hier nicht weiter. Und wenn wir hier jetzt nicht durchkommen, müssen wir, weiß ich nicht, 10 Kilometer zurück oder so, den ganzen Berg wieder runter, den wir jetzt gerade hochgefahren sind. Dann irgendwie außenrum auf der Hauptstraße und nochmal wieder den ganzen Berg irgendwie hoch.
Scheiße. So, wir fahren jetzt weiter oder zurück. Gucken, ob wir irgendwie einen anderen Weg finden. Ist genial. Irgendwie die Dorfbewohner meinten auch, es gab wohl irgendwie Probleme. Ja, und dann, ganz klar, wird einfach das ganze Dorf eingezäunt und ein Tor vorgemacht. So, wir sind jetzt noch einmal ein bisschen durchs Dorf gefahren. Da war eine Frau, die Deutsch sprechen konnte. Die hat ihren Chef angerufen und der hat einen Schlüssel für das Tor. Und der schließt es das jetzt auf. Und da hinter uns ist er, glaube ich, schon mit seinem kleinen Gefährt. Hoffen wir mal, dass das klappt. Shalom! Shalom, shalom! Oh. Thank you! Thank you so, so much! Without a bow. Thank you very, very much. Thanks a lot. Okay. Goodbye. Goodbye. Campingplatz für heute. Abgefahren. An einem Campingplatz. An einem Campingplatz, genau. Eigentlich ist das hier ein Campingplatz. Aber der hat jetzt gerade zu. Tja, dann können wir leider nicht dafür bezahlen. Da vorne sieht man schon Jordanien. Landschaften sind einfach so krass, so abgefahren, wie grün das hier ist. Unglaublich. Die Wölfe holen uns. Die wollen Schaf haben. Morgen! Unser Zelt haben wir da aufgebaut. Die Wölfe haben uns zum Glück
nicht aufgegessen und jetzt ist 6:30 und wir gehen da in eine heiße Quelle baden. Die soll 24 Grad warm sein. Dämpft jetzt für sich hin. Ja, geil. Aber ein paar Grad wärmer draußen wäre es ganz gut, glaube ich. Ein paar Grad wärmer wäre noch cooler, ja. Aber es war schon vergleichsweise auf jeden Fall Badewanne. Richtig fett. Jetzt gibt's Frühstück. Überall Zäune hier, eben schon wieder eine Straße, wo auf einmal einfach ein Zaun drüber ist, hier, der hier an der Seite, kommen wir wieder nicht durch, ist echt verrückt, alles eingezäunt hier, echt crazy, dann aber mit so krassem Stacheldrahtzaun und sowas. Mittagspause jetzt. Wir sind 45 Kilometer jetzt schon gefahren und wir sind jetzt in palästinensischen Gebieten. Vorhin haben wir den Militärposten da überschritten. War ganz easy. Und Olga guckt gerade nach Internet. Hat sie bekommen das Passwort? Sehr schön. Und ja, jetzt essen wir ein bisschen was. Was haben wir? Hummus, ne? Hummus mit Gemüse, sehr gut. Hier steht jetzt unser Zelt in der Wüste. Wie spät ist es jetzt? 5 oder so? 5, ja. 5 Uhr. Richtig schön. Geiler Sonnenuntergang. Hammer. Jetzt kochen wir uns gleich was zu essen, ne? Oder kurz einen Moment. Vielleicht auch gleich schon. Guter Nudelsalat.
So, wir haben hier ein kleines Problem. Hier ist so ein Nagel drin. Was passiert, wenn wir den jetzt rausziehen? Scheiße. Scheiße. Oh je, ich glaube, wir haben gleich einen Platten.